Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn heute sprechen wir mal über 7 Autos im Gesamtwert von über 7 Millionen Dollar, welche bald alle gratis in GTA Online werden. Video geht los, viel Spaß dabei. Freunde, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt alle ein schönes Wochenende. Jetzt wird's auf alle Fälle noch ein ganzes Stückchen besser, denn heute habe ich mal die 7 nächsten Casino-Podiumsfahrzeuge für euch, die wir im Laufe der nächsten Eventwochen noch gratis in GTA Online bekommen werden. Und zugegebenermaßen, da sind wirklich schon ein paar schicke Fahrzeuge bei. Wenn wir übrigens alle Fahrzeugpreise zusammenrechnen, schenkt uns Rockstar Games in den nächsten Wochen Fahrzeuge im Wert von über 7,746 Millionen Dollar. Mit Tuning sind es zusammen bestimmt 8 Millionen Dollar, also wirklich eine ganze Menge. Wenn euch dieses Video heute auch gefällt und du in Zukunft Bock auf mehr solcher Videos hast, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, da ich halt jeden Tag ein neues Video zu GTA Online hochlade und du so newstechnisch immer auf dem neuesten Stand bist. Gut, jetzt will ich aber auch sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, lass uns direkt mal mit dem Video anfangen. Also, heute geht es wie gesagt um die nächsten Podiumsfahrzeuge, die wir in den nächsten Eventwochen noch ins Casino bekommen. Übrigens, es gibt dafür keine Reihenfolge. Wir wissen also nicht, wann welches Fahrzeug erscheint, wir müssen uns da überraschen lassen. Die Reihenfolge, die ich euch gleich dann also präsentiere, ist daher vollkommen random. Und ja, ich weiß, einige GTA-YouTuber haben noch über andere Fahrzeuge auf dem Podium berichtet. Unter anderem soll sowohl auch noch der Tesseract nach GTA Online kommen, allerdings habe ich bei meiner Recherche andere Ergebnisse gefunden. Und das Gute bei mir ist ja, dass ich mit den Quellen immer wirklich transparent umgehe und diese in der Beschreibung immer verlinkt sind. Das bedeutet, ihr könnt die Quellen immer gegenprüfen und zudem sind die Quellen dann heute auch noch von Testfahren, welcher ja bekanntermaßen der zuverlässigste Leaker in GTA Online ist. Jetzt würde ich aber auch sagen, lass endlich mal mit den Fahrzeugen anfangen. Und das erste Gratis-Fahrzeug auf der Liste ist demnach dann der Bravado Verlierer. Ist ein Sportwagen im Wert von 695.000 Dollar. Und was meiner Ansicht nach ein Vorteil an ihm ist, ist definitiv das Aussehen. Denn sein Aussehen ist schon ziemlich einzigartig und mit der richtigen Lackierung kann man meiner Meinung nach echt viel aus diesem Wagen rausholen. Für Rennen allerdings ist dieser Wagen keine Empfehlung. Das bedeutet, das ist ein Schönwetterfahrzeug oder man könnte auch sagen, das ist ein Fahrzeug, was man eigentlich nur im freien Modus benutzen sollte. Das Ganze sieht beim zweiten Fahrzeug aber schon ein bisschen anders aus, denn da haben wir mal den Vapid FMJ. Ist ein Supersportwagen im Wert von 1,75 Millionen Dollar. Und dieser Wagen hat wirklich krasse Leistung, sehr gute Höchstgeschwindigkeit, sehr gute Beschleunigung und aufgrund seines geringen Kurvenradius ist er wirklich auch in engen Straßen noch gut zu steuern. Jedoch, und das muss man auch dazu erwähnen, kann man mit dem FMJ auch von Zeit zu Zeit mal ausbrechen, ähnlich wie man das beim Paria erleben darf. Das bedeutet, damit muss man umgehen können, ansonsten kann man das dann im Rennen überraschen und dann ist man ganz schnell mal auf dem letzten Platz. Das dritte Podiumsfahrzeug ist gleichzeitig das teuerste Fahrzeug von der Liste. Das ist nämlich der Overflöd, ist auf jeden Fall der Tyrant. Für 2,515 Millionen Dollar, also 2,5 Millionen Dollar, schenkt uns hier Rockstar Games mit diesem Wagen. Ist logischerweise daher auch ein Supersportwagen, welcher sogar der größte Supersportwagen im Spiel ist. Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Handling sind bei diesem Wagen natürlich allesamt auch echt gut und daher kann man mit diesem Wagen auch viele Stuntrennen fahren. Das vierte Casino-Fahrzeug ist jetzt endlich mal wieder bewaffnet und auch ein treuer Wegbegleiter von vielen GTA Online-Spielern. Das ist nämlich der Night Shark mit einem Gesamtwert von 1,245 Millionen Dollar. Wenn ihr also überlegt habt, euch vielleicht bald mal den Night Shark zu kaufen, dann macht das bitte nicht, denn in den nächsten Wochen wird er halt kostenlos auf dem Podium sein und dann wäre es jetzt natürlich ziemlich unnötig, 1,245 Millionen für ein Auto auszugeben, was schon bald wieder kostenlos ist. Was sind denn jetzt aber die Vorteile an diesem Wagen? Erst einmal die Panzerung, denn erst nach 5 Raketen ist der Night Shark zerstört. Bei Lenkraketen ist das Biest sogar noch krasser, denn wenn man bei Los Santos Customs noch die volle Panzerung ausrüstet, hält er bis zu 27 Lenkraketen aus, ehe er explodiert und das ist wirklich eine ganze Menge. Waffen sind wie gesagt auch an Bord, allerdings handelt es sich hier nur um ein Maschinengewehr. Raketen oder Annäherungsminen gibt es hier also leider nicht. Aber kleinen Trost gibt's, denn der Night Shark hat eine Anhängerkupplung und mit dieser kann man dann den Flak-Anhänger ziehen. Und der Night Shark zusammen in Kombi mit dem Flak-Anhänger ist schon wirklich eine super starke Kombi. Das heißt, wenn ihr vielleicht noch ein, zwei Freunde oder sowas habt und vielleicht einer von denen einen Flak-Anhänger habt, nehmt euch einen Night Shark, macht damit zusammen eine Kombi und seid einfach unbesiegbar. So, als nächstes kommen wir noch zu drei Fahrzeugen, die aber bereits auf der Podiumsliste stehen und daher kennt ihr diese Fahrzeuge auch schon aus einem anderen Podiumslisten-Video. Denn auf der Liste steht dann noch der Paragon Air, jedoch als gepanzerte Version und das Tolle an diesem ist, dass man den Wagen so gar nicht kaufen kann. Man kann diesen Wagen also nur freischalten, wenn man als Host alle 6 Casino-Missionen gespielt hat. Also normal im Internet gibt es ihn nicht zu kaufen. Da er aber bald auf dem Podium stehen wird, bekommt man dann noch zusätzlich die Möglichkeit, ihn zu besitzen. Und aufgrund der Tatsache, dass man ihn halt nicht kaufen kann, gibt es hier übrigens auch keinen Fahrzeugpreis. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel man ungefähr spart. Man könnte so sagen, 600.000, 700.000 ist der Wagen
Wagen vielleicht wert, aber einen wirklichen Fahrzeugpreis gibt es für den Wagen halt nicht. Das sechste Gratis-Casino-Auto ist dann der Vapid Dominator GTX. Dieser ist seit langer Zeit mal wieder ein Muscle Car mit einem Originalpreis von $725.000. Außerdem tut dieser Wagen meiner Meinung nach richtig heftig und deswegen freue ich mich auch schon, wenn wir ihn endlich mal kostenlos drehen können. Und zu guter Letzt als siebtes und letztes Fahrzeug auf der Liste ist der Tropos Rally. Kostet normalerweise $816.000 und fand seinen Weg mit dem Canik Stunt DLC ins Spiel. Seitdem wurde es aber auch relativ ruhig um den Wagen, denn außer in ein ganz paar Stuntrennen fährt diesen Wagen nun wirklich keiner mehr. Liegt aber auch vielleicht am Aussehen und an der Leistung, denn die sind beide relativ schlecht, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich hübsch ist der Wagen halt nicht und wie gesagt, die Leistung ist jetzt auch nicht super krass. Aber ich meine, es können ja auch nicht immer super tolle Wagen auf dem Podium stehen, deswegen gibt es halt jetzt hier den Tropos Rally, der nicht so geil ist. Aber vielleicht mag ja der eine oder andere von euch den Tropos Rally, dann kann er sich auf den natürlich freuen. Alles in allem war es das jetzt aber auch mit dem Video und jetzt kommen wir mal zu deiner Meinung, denn auf welches der sieben Autos freust du dich jetzt denn nun am meisten und welches Fahrzeug würdest du in Zukunft gerne mal auf dem Podium sehen? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne unten in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Bis wir uns jetzt aber auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.